Computer. Wer hat denn den Putzlappen hier? Meine Karre! Dann lassen Sie die hier nicht einfach so rumliegen. Entschuldigung. Bin ich noch da? Okay, Lola, bitte lade die Daten der letzten Minuten vor der Abschaltung herunter, ja? Ich rechne. Lola? Lola. Alle Daten sind jetzt verfügbar. Lola! Sie Charmeur! Wie groß ist die Chance, in dieser Gegend einem Cybercom mit so einer großen... Die Chance liegt bei 0,0000000023456%. Das kann doch nicht. Mission Specialist. Gleich. Gibt's ein Problem? Gleich, Sir. Mission Specialist. Wenn Sie jemals auf die Aufmerksamkeit zukommen lassen würden. Mission Specialist, gibt's ein Problem? Keins, von dem ich wüsste, Sir. Gut. Wollen wir zusammen ein bisschen Pi ausrechnen? Aber gerne. 4, 1, 5, 9, 2, 7, 9, 6, 6. Oh, genau, 6. Nein. 5, 3, 5. Wären Sie so freundlich, unsere neue Kollegin zu fragen, was sie über den Verbleib der Crew der Flying Walkman gespeichert hat? Nein? Gut, dann mache ich das. So schlimm ist das ja nicht. Meine Daten weisen keine Auffälligkeiten auf. Das bedeutet, dass ein Hyperstream-Sprung stattgefunden haben muss. Gut. Und jetzt können Sie mir bestimmt noch erklären, was mit der Crew der Flying Walkman passiert ist. Laut meiner Daten müsste sich die Flying Walkman Crew noch an Bord befinden. Oh. Sind Sie sicher? Ja, Sir. Aber wir haben niemanden gesehen dort drüben, richtig? Richtig, Sir. Nicht das kleinste Molekül haben wir gefunden. Richtig, Sir. Das heißt, dann waren Sie auch nicht dort. Das kann man nicht mit Gewissheit sagen, aber wenn die Variable L, die mit Pi zur Zeit steht, die 58. Wurzel aus 7 ist, dann könnte das bedeuten, dass wir im dritten Expansionsbereich aus Pi-Quadrat in der unteren Klasse der negativen Zahlen eine Besonderheit finden, etwas mit der Teilung von 0 zu 1. Nehmen wir also an, dass die Variable R in dem möglichen, aber dennoch sehr unwahrscheinlichen Falle 42 ergibt, dann wäre es theoretisch denkbar, wenn auch nicht praktisch, dass die Mannschaft der Flying Walkman genau dieser Variable R zum Opfer gefallen ist. Ja, genau. Und das heißt... Das versteht kein Mensch. Sie wollen mir also sagen, dass wir alle theoretisch verschwinden werden, weil die Variable P, weil die Variable R nicht praktisch, aber theoretisch zu unserem Verschwinden führen wird?
Nach meinen aktuellen Berechnungen beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür im Moment 99,999946%. Und wann müssen wir den Hyperstream-Sprung starten, damit wir nicht an Alpha Centauri vorbeispringen? In 7 Stunden, 48 Minuten und 5 Sekunden, Sir. Und ein späterer Zeitpunkt ist ausgeschlossen? Ausgeschlossen, Sir. Die erste Stufe des Hyperstream-Antriebes, mit der der Start für die Vorbereitung des Startes des Hyperstream-Antriebes initialisiert wird, wurde bereits initialisiert, Sir. Gut. Holen Sie Professor Higgs. Und wenn wir einfach nicht starten? Dann steuern Sie diese Schrottschüssel 9 Jahre lang zurück zur Erde, Baker. 9 Jahre? Genau, 18 Jahre. Sie sind 18 Jahre im Weltall und kommen mit leeren Händen nach Hause. Ist es das, was Sie wollen? Bei den Baker! Oh, Professor Higgs. Ich fürchte, wir haben ein Problem, Sir. Gefroren? Professor Higgs war bereits in der Kryo und hat den Cybercom angewiesen, ihn erst nach einem erfolgreichen Start des Hyperstream-Antriebs zu wecken. Eiskalt, dieser Hund. Eiskalt.